Am Anfang, als die Welt noch eine leere Leinwand war, formte Gott jedes Detail in perfekter Harmonie und erschuf die Erde, die Himmel, die Meere und alles darin. In dieser Szene neu entstandener Pracht, in der die Schönheit so greifbar war, dass man sie fast berühren konnte, erschienen üppige Gärten voller Obstbäume, Blumen mit bezaubernden Düften und weite Felder, die sich so weit das Auge reichte. Tiere aller Art bewegten sich frei umher, von den majestätischen Löwen, den Königen des Dschungels, bis hin zu den zarten Schmetterlingen, die wie kleine Fragmente eines farbenfrohen Traums in der Luft tanzten. Und inmitten dieses göttlichen Meisterwerks platzierte Gott seine wertvollsten Schöpfungen. Adam und Eva. Sie waren der Höhepunkt seines Werkes, geschaffen nach seinem Bild und Gleichnis, dazu bestimmt, in völliger Harmonie mit allem zu leben, was sie umgab. Der Garten Eden, die Heimat von Adam und Eva, war ein wahres irdisches Paradies. Großzügige Bäume spendeten jederzeit Schatten und saftige Früchte, kristallklare Flüsse schlängelten sich sanft durch den Garten und Gottes Gegenwart war eine ständige Realität und erfüllte den Ort mit Frieden und Fülle. Adam und Eva hatten alles, was sie sich wünschen konnten und vor allem hatten sie einander und eine vollkommene Gemeinschaft mit dem Schöpfer. Im Herzen dieses Gartens ragte unter so vielen Wundern ein Baum hervor, bekannt als der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Gott hatte Adam und Eva nur ein Gebot gegeben, die Früchte dieses Baumes nicht zu essen. Inmitten so vieler Geschenke und Segnungen war dies eine kleine Bitte, ein Test für Treue und Vertrauen. Doch die Schlange, die schlauer war als jedes andere Tier im Garten, täuschte Eva mit wohlklingenden Worten und suggerierte, dass sie durch den Verzehr der verbotenen Frucht wie Götter sein und Gut und Böse kennen würden. Verführt von der Möglichkeit einer solchen Macht und eines solchen Wissens pflückte Eva die Frucht, aß sie und gab sie auch Adam, der ohne zu zögern ihrem Beispiel folgte. In diesem Moment veränderte sich etwas im Universum grundlegend. Die Unschuld war verloren. Angst und Scham kamen auf. Zum ersten Mal bemerkten Adam und Eva ihre Nacktheit und versuchten, sich mit Blättern zu bedecken. Noch schmerzhafter war, dass sie das Bedürfnis verspürten, sich vor der Gegenwart Gottes zu verstecken, etwas, das zuvor unvorstellbar war. Ungehorsam gegenüber Gottes Gebot brachte keine göttliche Weisheit. Im Gegenteil, es brachte Sünde in die Welt und veränderte die Natur der menschlichen Existenz für immer. Die Erbsünde, diese erste Übertretung, leitete eine Kette von Ereignissen ein, die über Generationen hinweg nachhalten und die reine Beziehung der Menschheit zu ihrem Schöpfer und zur Schöpfung trübten. So begann die große Erzählung der Menschheit, eine Geschichte von Verlust und Hoffnung, von Fall und Erlösung, die noch heute geschrieben wird. Nach dem anfänglichen Ungehorsam im Garten Eden wuchs nicht nur die Zahl der Menschheit, sondern leider auch das Böse. Mit der Verbannung Adams und Evas aus dem Paradies wurde das Leben beschwerlicher und komplexer. Sie standen nun vor unvorstellbaren Herausforderungen. Schmerz, Leid und der ständige Kampf ums Überleben in einer Welt, die für sie nicht mehr ganz gastfreundlich war. Im Laufe der Generationen breitete sich die menschliche Bevölkerung über weite Länder aus und erkundete und beherrschte die sie umgebende Umwelt. Mit der territorialen Expansion und der kulturellen Entwicklung ging jedoch ein alarmierender Anstieg der Gewalt- und Korruptionsraten einher. Die menschlichen Herzen, die bereits seit dem Sündenfall dem Bösen zugeneigt waren, begannen, diese sündige Natur mit zunehmender Intensität zum Ausdruck zu bringen. Biblische Berichte zeichnen ein düsteres Bild dieser Zeit. Das Böse manifestierte sich nicht nur in isolierten Akten, sondern war Teil der Struktur der menschlichen Gesellschaft geworden. Mord, Diebstahl, Täuschung und alle Arten von Ungerechtigkeit waren an der Tagesordnung. Der Respekt vor dem Leben und der von Gott zu Beginn der Schöpfung geschaffenen Ordnung nahm zunehmend ab. Eine der tragischsten und symbolträchtigsten Episoden dieser Zeit war die von Kain und Abel, den Kindern Adams und Evas. Abel, ein Hirte, brachte Gott einige der ersten Nachkommen seiner Herde als Opfer dar.
ein Akt der Anbetung und Dankbarkeit. Kain hingegen, ein Bauer, brachte ebenfalls eine Opfergabe, aber nicht mit dem gleichen aufrichtigen Herzen wie sein Bruder. Als Gott Abel und seine Opfergabe begünstigte, wurde Kain von Neid und Zorn verzehrt. Gefühle, die im ersten Mord in der Geschichte der Menschheit gipfelten, dem Brudermord. Dieser Vorfall war nicht nur ein isolierter Gewaltakt, sondern ein Zeichen dafür, wie tief das menschliche Böse mittlerweile verwurzelt war. Ausgehend von Kain berichtet die Bibel von der Entstehung einer Nachkommenlinie, die diese Tendenz zum Bösen weiter propagierte und so den moralischen Verfall der Menschheit verschlimmerte. Dieser fortschreitende moralische Verfall verdunkelte den ursprünglichen Zweck der Schöpfung. Wo einst Gemeinschaft und Harmonie mit Gott herrschte, herrschte jetzt moralisches Chaos. Göttliche Liebe und Gerechtigkeit, die sich in der Menschheit widerspiegeln sollten, wurden oft durch Egoismus und Grausamkeit ersetzt. Während sich diese Abwärtsspirale fortsetzte, betont der biblische Bericht, dass die Erde verdorben in den Augen Gottes und voller Gewalt war. Gott sah mit Bedauern zu, wie die Schöpfung, die er mit so viel Hoffnung und Liebe begonnen hatte, nun durch unaufhörliches menschliches Böse entstellt wurde. Diese traurige Beobachtung signalisierte die Notwendigkeit eines göttlichen Eingreifens und bereitete die Bühne für die folgenden drastischen Ereignisse, gekennzeichnet durch die bevorstehende Flut als eine Form des Gerichts, aber auch als Mittel zur Erneuerung und Hoffnung für die Menschheit. Als Generationen nach dem tragischen Vorfall von Kain und Abel vergingen, wuchs die Menschheit weiter und füllte die Erde mit einer zunehmenden Vielfalt an Kulturen und Gemeinschaften. Dörfer wurden zu Städten und Städte zu Staaten und Zivilisationen mit eigenen Regierungen und Führern. Aber leider wuchsen mit der Bevölkerungszahl auch die Schatten des Bösen im menschlichen Herzen. Dieser Bevölkerungszuwachs ging nicht nur mit Innovationen und Fortschritten einher. Mit dem Fortschritt ging ein exponentielles Wachstum der Korruption einher. Die Bibel erzählt von einer dunklen Zeit und betont, dass die Bosheit des Menschen so allgegenwärtig war, dass jede Vorstellung der Gedanken seines Herzens ständig nur Böses war. Dies lässt auf ein Szenario schließen, in dem der böse Trieb nicht nur gelegentlich oder isoliert auftrat, sondern eine Konstante war, die in der Essenz des täglichen Lebens und der menschlichen Interaktionen verankert war. Dieser Zustand der anhaltenden Korruption äußerte sich auf verschiedene Weise. Soziale Ungerechtigkeit, Unterdrückung der Schwachen durch die Mächtigen und Perversion der Gerechtigkeit waren an der Tagesordnung. Es herrschte das Gesetz des Stärkeren und die moralischen Werte, die das menschliche Verhalten leiten sollten, wurden oft ignoriert oder verfälscht, um einigen wenigen auf Kosten der vielen zu helfen. Inmitten des wachsenden Chaos, das die Tage vor der Sintflut kennzeichnete, taucht in der biblischen Erzählung eine Gruppe rätselhafter und imposanter Wesen auf, die Nephilim. Diese majestätischen und einschüchternden Gestalten, die in der Bibel als Riesen beschrieben werden, werden als Ergebnis der Vereinigung zwischen den Söhnen Gottes und den Töchtern der Menschen dargestellt. Diese eigenartige Episode ist eine der faszinierendsten und geheimnisvollsten in der Bibel und betrifft Wesen von außergewöhnlicher Statur und Stärke, deren Anwesenheit das Klima der Unordnung, das bereits die Menschheit durchdrang, noch verstärkte. Die Söhne Gottes, oft interpretiert als Engel oder göttliche Wesen, die auf die Erde herabstiegen, sind Teil einer der faszinierendsten und umstrittensten Bibelstellen. Durch die Wahl der Töchter der Menschen brachten sie einen einzigartigen Nachkommen hervor, die Nephilim. Die Ankunft dieser Wesen auf der Weltbühne war nicht nur ein Phänomen von beeindruckender Größe und Stärke, sondern hatte auch tiefgreifende spirituelle und moralische Implikationen. Ihre bloße Existenz schien die Grenzen zwischen dem Göttlichen und dem Menschlichen, zwischen dem Himmlischen und dem Irdischen zu verwischen. Die Nephilim waren daher nicht nur Giganten in ihrer körperlichen Statur, sondern auch in ihrer kulturellen und spirituellen Wirkung.
In der Bibel werden seine Taten nicht ausführlich beschrieben. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass sein Einfluss maßgeblich zur Verschärfung des Chaos und der Anarchie beitrug, unter denen die Menschheit bereits litt. Zusätzlich zu ihren übernatürlichen körperlichen Fähigkeiten verfügten diese Riesen möglicherweise über eine übergroße Macht, die möglicherweise wie Titanen unter den Menschen herrschte oder führte, ihren Willen durchsetzte und zur Erosion der moralischen und sozialen Ordnung beitrug. Die Anwesenheit der Nephilim ist ein Zeugnis dafür, wie sehr die Schöpfung Gottes zu dieser Zeit beunruhigt war, ein Spiegelbild einer Ära, in der seit der Grundlegung der Welt errichtete Barrieren scheinbar überschritten worden waren. Das Buch Genesis sagt uns, dass die Erde korrupt und voller Gewalt war und die Nephilim mit ihrer imposanten und beunruhigenden Präsenz sowohl Symptome als auch Katalysatoren dieser Korruption waren. Diese Zeit, die von der Anwesenheit der Nephilim geprägt ist, verdeutlicht die Komplexität und Schwere der Probleme, die Gott schließlich dazu veranlassen würden, während der Sintflut radikal und transformativ einzugreifen. Die Geschichte dieser Giganten, die mit der Geschichte der Menschheit verflochten ist, dient als düstere Erinnerung an die Konsequenzen, wenn göttliche Schöpfungen festgelegte Grenzen überschreiten und zu einer Spirale der Unordnung beitragen, die eine ebenso grandiose göttliche Reaktion erfordern würde. Mit fortschreitender Zeit und Generationen, die einander ablösten, zeigte die Situation der Menschheit keine Anzeichen einer Verbesserung. Im Gegenteil, Korruption und Böses haben sich nur verschärft. Berichte über Gewalt, Ungehorsam und Respektlosigkeit gegenüber der göttlichen Schöpfung erfüllten die Welt. Eine Welt, die Gott mit Liebe und Zielstrebigkeit geformt hatte. In diesem Zusammenhang beobachtete Gott in seiner Allwissenheit und Allgegenwart das Ausmaß des moralischen Verfalls der Menschheit. Hoch oben, von seinem himmlischen Thron aus beobachtend, sah Gott jede Handlung, jeden Gedanken, jede Absicht des menschlichen Herzens. Was er sah, war herzzerreißend. Die Erde, die einst rein und unbefleckt geschaffen wurde und von der Harmonie Edens erfüllt war, war nun von Ungerechtigkeit und Rebellion durchdrungen. Jeder Blick auf die Schöpfung brachte weitere Beweise für die Verderbtheit des Menschen zutage, eine Situation, die allen göttlichen Idealen widersprach, die zur Zeit der Schöpfung galten. Die Bibel fängt diesen Moment göttlicher Traurigkeit mit Worten ein, die tiefe Emotionen widerspiegeln. Gott bedauerte, dass er den Menschen auf Erden erschaffen hatte, und es betrübte ihn in seinem Herzen. Diese Reue Gottes deutet nicht auf einen Fehler oder eine Fehleinschätzung hin, denn göttliche Vollkommenheit kennt keine Fehler. Stattdessen spiegelt es eine tiefe Trauer und eine gerechte Reaktion auf das extreme Böse der Menschheit wider. Es ist ein Ausdruck des Schmerzes, nicht weil Gott Unrecht getan hat, sondern weil die Freiheit, die er dem Menschen gegeben hat, auf so schwere Weise missbraucht wurde. Diese biblische Aussage offenbart einen entscheidenden Aspekt des Charakters Gottes, seine Sensibilität für die menschliche Verfassung. Er ist kein distanzierter Beobachter, der sich nicht für die Richtung der Menschheit interessiert. Er ist vielmehr ein Schöpfer, der tief in die Realität seiner Geschöpfe verwickelt und von ihr beeinflusst ist. Menschliches Leid und Korruption machen sein Herz traurig, ein Herz, das das Beste für seine Schöpfung liebt und wünscht. Angesichts dieser wachsenden Welle des Bösen zeigte Gottes Traurigkeit, dass drastische Veränderungen notwendig waren. Die Situation erforderte mehr als nur einfache Korrekturen oder Warnungen. Es erforderte entschlossenes und transformatives Handeln. Die Menschheit hatte einen Punkt erreicht, an dem es kein Zurück mehr gab, an dem göttliche Gerechtigkeit manifestiert werden musste, um die Schöpfung von der erdrückenden Last ihrer eigenen Ungerechtigkeit zu erlösen. Während Gott den Zustand der Menschheit beklagte, begann er gleichzeitig mit der Planung einer Intervention, die die Erde reinigen und der Menschheit eine neue Chance bieten würde. Während die Erde immer tiefer im Sumpf ihrer eigenen Korruption versank, wartete die göttliche Gerechtigkeit und überlegte, wann der richtige Zeitpunkt zum Eingreifen sei. Es war klar,
dass gewöhnliche Maßnahmen nicht ausreichen würden, um die ursprüngliche Ordnung und Reinheit der Welt wiederherzustellen. Damals traf Gott in seiner Weisheit und Gerechtigkeit eine drastische und transformative Entscheidung. Er schickte eine große Flut, die die Erde reinigen und das Böse ausrotten sollte, das tief in der menschlichen Gesellschaft verwurzelt war. Dies wäre nicht irgendein Ereignis. Die Flut bedeutete den Neustart der Schöpfung, eine fast vollständige Reinigung der Erde. Das Wasser würde jeden Hügel und jedes Tal bedecken, die Verderbnis überdecken und dem Land eine neue Chance geben, unter göttlicher Führung zu gedeihen. Doch selbst inmitten dieser gerichtlichen Entscheidung strahlte Gottes Barmherzigkeit deutlich hervor. Er war nicht bereit, wahllos zu zerstören. Es gab einen Erlösungsplan für die Gerechten. Unter der Menschheit gab es einen Mann, der sich durch seine Integrität und Rechtschaffenheit auszeichnete. Sein Name war Noah, ein gerechter und aufrichtiger Mann unter seinem Volk. Noah lebte nach den Geboten Gottes und sein Leben war ein Licht der Hoffnung inmitten der Dunkelheit der Korruption, die die Welt beherrschte. Gott sah Noah und erkannte in ihm ein reines Herz und einen unerschütterlichen Glauben. Gott war fest entschlossen, einen Samen der Menschheit zu bewahren, der den ursprünglichen Zweck der Schöpfung fortführen könnte, und trat mit einem Plan und einer Verheißung an Noah heran. Er wies Noah an, eine Arche zu bauen, ein riesiges Schiff, das seiner Familie und Vertretern aller Tierarten als Zufluchtsort dienen sollte. Diese Arche wäre das Mittel zur Rettung für Noah, seine Familie und die Artenvielfalt der Erde und würde sicherstellen, dass das Leben nach der Flut weiter bestehen würde. Die Aufgabe war monumental. Noah musste die Arche nach göttlichen Vorgaben bauen, ein Projekt, das nicht nur körperliche Fähigkeiten, sondern auch außergewöhnlichen Glauben erforderte. Durch die Annahme dieser Mission bewies Noah einen Gehorsam und ein Vertrauen in Gott, die ihn noch mehr als einen Mann mit außergewöhnlichem Charakter auszeichneten. Während Noah und seine Familie am Bau der Arche arbeiteten, war sich der Rest der Welt des bevorstehenden Gerichts nicht bewusst. Gottes Entscheidung, die Erde durch die Sintflut zu reinigen, stand fest und die Weichen für eines der beeindruckendsten und transformativsten Ereignisse in der biblischen Geschichte wurden gestellt. Nach göttlichen Vorgaben hätte die Bundeslade enorme Ausmaße, 300 Ellen lang, 50 Ellen breit und 30 Ellen hoch. Die Arche wurde aus Gofferholz, einem starken und langlebigen Material, hergestellt und innen und außen mit Bitumen bedeckt, um sicherzustellen, dass sie absolut wasserdicht war. Gott überließ kein Detail dem Zufall und leitete Noah beim Bau von Innenräumen, einem Dach mit einer Öffnung von einer Elle Höhe für Belüftung und Beleuchtung, sowie Seitentüren, die für den Zutritt von Passagieren und allen Tieren unerlässlich waren. Noah widmete sich in Begleitung seiner Familie dieser gewaltigen Aufgabe mit unerschütterlichem Glauben. Der Bau der Arche wurde zum Zeugnis ihres Gehorsams und ihres Vertrauens in Gott. Während Hämmerhalten und Bretter zurechtgerückt wurden, verbreitete sich die Nachricht von der gigantischen Baumaßnahme. Neugierige und skeptische Menschen besuchten die Städte. Viele spotteten über die Vorstellung einer Flut, die die Erde bedecken würde. Doch Noah blieb standhaft, motiviert nicht durch das, was er sah, sondern durch die Verheißung dessen, was kommen würde. Parallel zum Bau der Arche gab Gott Noah eine weitere monumentale Aufgabe. Er musste von jeder lebenden Tierart ein paar Exemplare zusammentragen und genügend Proviant besorgen, um sowohl seine Familie als auch die Tiere während der Zeit der Sintflut zu ernähren. Stellen Sie sich die Herausforderung vor, so viele verschiedene Lebewesen zu sammeln und zu pflegen, von majestätischen Elefanten bis hin zu den bescheidensten Insekten. Unter göttlicher Führung gelang es Noah jedoch, dieses Kunststück zu vollbringen, indem er nicht nur Führung und Organisation bewies, sondern auch einen tiefen Respekt vor allem von Gott geschaffenen Leben. Dieser entscheidende Moment in der biblischen Geschichte markierte nicht nur den Übergang von einem dem Untergang geweihten Zeitalter zu einer neuen Hoffnung, sondern symbolisierte auch die Kontinuität des Lebens durch Gehorsam und Glauben.
Die Vorbereitung auf die Flut war eine Zeit intensiver Aktivität und Aufregung, die harte Arbeit und großen Glauben erforderte. Für Noah und seine Familie waren jeder eingeschlagene Nagel und jedes in der Arche willkommen geheißene Tier Schritte zur Erlösung und zum von Gott versprochenen Neuanfang, der sie darauf vorbereitete, die bevorstehende Flut zu überleben und in einer gereinigten Welt aufzutauchen, bereit für den Wiederaufbau unter der Schirmherrschaft Gottes, des göttlichen Bundes. Nach Jahren harter Arbeit und unerschütterlicher Hingabe stellten Noah und seine Familie die Arche fertig, dieses gigantische Schiff, das als Überlebenszufluchtsort für sich selbst und die versammelten Tierarten dienen sollte. Als dunkle Wolken am Horizont aufzogen, war sich die Welt um das schnell nähernde Schicksal nicht bewusst. Noah jedoch, bewegt vom Glauben und dem Wort Gottes, wusste, dass der Moment der Wahrheit nahe war. Als die ersten Regentropfen zu fallen begannen, schienen sie harmlos zu sein. Doch bald öffnete sich der Himmel zu einem Sturm wie noch nie zuvor. Die Wasser des Himmels vereinigten sich mit den Wassern der großen Abgründe der Erde, die sich ebenfalls öffneten, und unaufhörlich fielen sintflutartige Regenfälle. Bald traten Flüsse über die Ufer, Seen und Meere tobten und das Land wurde in unvorstellbarem Ausmaß überschwemmt. Dabei handelte es sich nicht nur um eine Überschwemmung, sondern um eine Umgestaltung der Erdoberfläche. 40 Tage und 40 Nächte lang stieg das Wasser an, bedeckte Berge, schwemmte Städte weg und löschte alles irdische Leben aus. Alles, was auf der Erde atmete und sich bewegte, wurde von den unerbittlichen Wassern hinweggeschwemmt. Doch sicher und widerstandsfähig schwamm die Arche, eine Insel des Lebens, in einem Meer der Zerstörung. Drinnen warteten Noah, seine Familie und die Tiere und vertrauten auf Gottes Versprechen, dass das Wasser irgendwann zurückgehen würde. Und tatsächlich hörte der Regen auf, die Quellen der Tiefe und die Schleusen des Himmels wurden geschlossen und das Wasser begann langsam zurückzugehen. Nach vielen Monaten ruhte die Arche schließlich auf den Bergen von Ararat. Dies war das Zeichen eines Neuanfangs, ein Symbol der Erneuerung und Hoffnung. Dann schickte Noah einen Raben und eine Taube, um herauszufinden, ob das Wasser weit genug zurückgegangen war, um trockenes Land freizulegen. Als die Taube mit einem frischen Olivenzweig im Schnabel zurückkehrte, war das ein Zeichen dafür, dass das Leben auf der Erde wieder auftauchte. Als die Erde wieder trocken und bewohnbar war, stiegen Noah und seine Familie von der Arche aus und die Tiere folgten ihnen, um die Welt neu zu bevölkern. Aus Dankbarkeit baute Noah einen Altar und brachte Gott Opfer dar. Als Reaktion darauf gab Gott ein feierliches Versprechen, das durch das Erscheinen eines Regenbogens am Himmel symbolisiert wurde. Er versprach, dass er nie wieder alles Leben durch Überschwemmungen zerstören würde und etablierte den Regenbogen als Zeichen seines Bundes mit Noah, seinen Nachkommen und allen Lebewesen. Dieser Moment markierte nicht nur die Wiederherstellung der Erde, sondern auch die Wiederherstellung der Beziehung zwischen Gott und der Menschheit. Der Regenbogen, der sich mit seinen leuchtenden Farben über den Himmel erstreckte, diente als ständige Erinnerung an Gottes Barmherzigkeit und Engagement. So gipfelt die Geschichte der Sintflut, obwohl sie von göttlicher Gerechtigkeit gegen menschliche Missetat geprägt ist, in einem Zeugnis der Erneuerung und der ewigen Hoffnung. Jedes Element dieser Erzählung, vom Bau der Arche bis zur Verheißung des Regenbogens, unterstreicht die Komplexität des menschlichen Herzens und der göttlichen Souveränität und verwebt Gerechtigkeit und Barmherzigkeit zu einem Teppich der Erlösung und Liebe. Lass uns beten, Herr allmächtiger Gott, wir knien vor dir nieder und erkennen unsere Zerbrechlichkeit und das Ausmaß unserer Sünden. Wir bitten demütig um Vergebung für all unsere Fehler, gedankenlosen Taten und schlecht gesprochenen Worte. So wie in den Tagen Noahs, als die Menschheit von deinem Weg abkam, sind wir auch heute oft weit von deiner Gnade und Barmherzigkeit entfernt. Vater,
Wir schauen uns die Geschichte von Noah an und sehen ein klares Beispiel deiner Gerechtigkeit und deiner unendlichen Fähigkeit zu vergeben und zu erneuern. Wir sind uns bewusst, dass wir ohne deine Vergebung verloren sind und dazu verdammt sind, die Fehler der Vergangenheit zu wiederholen. Wir bitten um deine Barmherzigkeit, Herr, damit unsere Herzen gereinigt und verwandelt werden. Möge der Heilige Geist über uns kommen und tiefe Reue für unsere Sünden bringen. Mögen wir den Schmerz unserer Übertretungen und die Last unseres Ungehorsams spüren, damit wir unser Herz aufrichtig an dich wenden. Möge unser Bekenntnis nicht nur in Worten erfolgen, sondern in Taten und Einstellungen, die den wahren Wunsch nach Veränderung und Erneuerung widerspiegeln. Herr, schenke uns die Gnade der Vergebung. Wirf unsere Sünden ins Meer des Vergessens und gib uns einen Neuanfang, so wie du es mit Noah und seiner Familie getan hast. Mögen wir auf deinen Wegen wandeln und ein Leben führen, das deinen Namen verherrlicht und dein Königreich auf Erden aufbaut. Hilf uns, lebendige Beispiele deiner Gnade und Barmherzigkeit zu sein, damit andere dein Licht und deine Liebe in uns sehen können. Mögen wir mit reuigen und wiederhergestellten Herzen die Botschaft der Reue und Vergebung in die Welt bringen und so verhindern, dass wir in die gleiche Ungerechtigkeit wie zur Zeit Noahs verfallen. Im Namen Jesu, der unser Erlöser und Retter ist, beten wir. Amen.